Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trends. Immer noch Version 2.02 Beta Revision 865. Und mit dabei ist wieder der Kill Bill. Hallo. Oh, mit dabei ist auch die Mary. Hallihallo. Und mit dabei ist der Picard. Hallo. Und wollen wir mal abdampfen hier ein bisschen mal. Ich frage mich heißt ja, ob das die... Heißt das nicht Revision? Na, auf Englisch heißt es Revision. Ja, sind wir Englischer oder Deutsch? Nee, jetzt gesagt, oder? Sind wir Englischer oder sind wir Deutscher? Ich weiß auch nicht so. Ich bin Denglisch. Du bist Denglisch, ja? Du bist Denglisch. Was wollen wir im Mondscheinwald? Noch ein bisschen Level, okay, sehe ich ein. Wollten wir ja gar nicht hin. Wir müssen doch zurück. Ja, komm, wir hauen die jetzt einfach zu Brei. Ja, jetzt habe ich Bock, Samstag. Die Leute wollen ja ein bisschen Action sehen. Genau. Die wollen ja mal Kampf sehen, richtig gut. Ultra. Kiste? Nee, gut. Nix Kiste. Jetzt kommen wir zurück, ist jetzt okay. was wollten wir? Du wolltest irgendwas sagen? Ich habe mich gefragt, in der Zwischenzeit, ob hier mal in dieser Stadt irgendwann in ferner Zukunft auch mal wieder Tag wird, wenn wir dann die Mana besiegt haben. Das ist eine gute Frage, das wüsste ich jetzt auch nicht. Wo geht's lang, verdammt? Wollen wir uns noch ein bisschen ausrüsten, ne? Ah ja, hier ist der Carport und hier geht's wieder raus. Carport? Ja, Carport. Weißt du, was ein Carport ist? Ja, ich weiß, was ein Carport ist. Für die Leute, die nicht wissen, was ein Carport ist, könntest du ja erklären, was das ist? Das ist ein Gebilde, was keine, Wände, also ein kleines Häuschen ohne Wände, bloß mit Dach. Da kann man was drunter stellen, damit es nicht, wenn es regnet, nass wird. Genau. Also ohne Wände, wohl bemerkt. Genau, das sind eigentlich bloß ein großer Stuhl ohne Lehne, wo ein Auto drunter passt. Ja, das klang jetzt ein wenig komisch, aber ja. Ganz ohne Lehne. Stuhl. Stuhl. Mach mal Stuhl. Komm. Mach du die Leute ein bisschen bestuhlen. Oh Mann, ja, das ist schon wieder total verstuhlt. So, ja, wollen wir gucken, ob wir jetzt hier reinkommen, oder was? Ja, ja. Total verstuhlt. So. Theoretisch. Bestuhlen mal hierher. Oh Gott. Oh Mann, guck, es geht immer noch, ich wusste es doch. Was wirst du tun? Nein, es geht doch, verdammt. Jetzt musst du den neuen Geist. Ich möchte erstmal irgendeinen Geist, der nichts damit zu tun hat, benutzen, was der sagt. Okay, er sagt nichts. Er sagt, nichts passiert. Was nicht passiert, mach nochmal. Nee, machen wir nicht vorher, machen wir irgendeinen. Den da? Ja, von mir aus. Nocturne. Nichts passiert, okay. Nichts passiert. Es ist nichts passiert. Okay. Boah. Was macht diese Pflanze hier? Sie ist aus dem Mondscheinwald. Nun, mal sehen. Ein bisschen Unkraut-Ex. Ah. Ein Weg erscheint. Genau. So, und sind auch schon Gegner da, ne? Siehst du das? Ah ne, das ist die. Kirby. Okay, Charlie. Hi, habt ihr mich vermisst? Total. Kali hat ein Heilmittel für Opa gesucht. Nach einer langen Reise bin ich hier. Keinen Dank an euch. Ihr habt Kali allein zurückgelassen. Richtig. Entschuldigung. Schon okay. Ich konnte mit einer riesigen Kanone reisen. Wie die dabei guckt. Kanone? Maya? Bon Voyage? Ich habe seinen Namen vergessen. Er hatte eine lustige Mütze auf. Egal. Was macht ihr hier? Wir suchen Elfendorf. Diore. Ein Diore. Ihr werdet es nie finden. Aber Kali weiß ganz genau, wo es ist. Aha. Wo? Wo ist Dorf, Alter? Ich weiß nicht. Tschüss. Du bist Kali. Wir müssen fangen, Kali. Kali ja, ist bestimmt nach unten abgebogen. Oder nach oben. Eigentlich finde ich Diore klingt schöner, aber... Naja. Diore. Diore. So rum. Und Diore. Special. Bam, bam, boom. Paka, paka. Du hast immer voll schnell dein Special. Das du ist hast auch ein Special. Ja, guck jetzt da zum Beispiel. Bam, bam. Boah, krass. Wie heißt das, wenn es so hoch geht? Hochgeher. Guck mal, Kali ist doof. Tot. Ah, ich habe mich erschreckt. Erschreckt. Ganz sicher, dass er erschreckt steht, okay. Ja, Wälder gefährlich, allein zu gehen. Kannst du schon wieder kein Deutsch? Ja, das ist schlimm. Drei Intelligenzpunkte, sag ich nur. Ja. Okay, ihr könnt mitkommen. Ich verrate euch das Geheimnis.
Diese Blumen leuchten im Dunkeln. Wartet bis zur Nacht, dann folgt den roten Blumen nach Dior. Ja, ah. Dior. Dior. Was? Was? Achso, seht ihr die roten Blumen und folgt ihnen. Jetzt ja. Kali mag keine Monster. Wenn ihr sie alle besiegt habt, wird Kali nachkommen. Tja, Kali, dann musst du mal ein Screen hinter uns bleiben. Wir sollen den roten Blumen folgen, das heißt hier runter. Ja, aber ich wollte mal in die andere Richtung vorher gucken. Dann haben wir ein unendliches Labyrinth. Ah, okay. Das weiß ich schon. Oh, ich bin verliebt. Oh. Und weil ich so lieb bin, schlafe ich erstmal eine Runde. Danke fürs Aufwecken. Ich weiß aber nicht, wenn du dann wollt ihr mich verarschen? In die falsche Richtung gegangen bist. Kill B. Was? Wieso bist du Kill B? Na, weil ich geschlafen habe. Ach, du bist... Das hat mich schon gewundert, warum ich auf einmal so schlecht kämpfe. Ja, natürlich. Ich bin Kirby, weißt du? Ja, ja, nee, geh weg. Bist du jetzt ich? Du bist der Ninja. Nein, ich bin nicht der Ninja. Kachaja, kala, bum, 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 bau. Jetzt bin ich wieder ich. Gut, ich bin wieder ich. Jetzt bin ich auch wieder ich. Der Todeswurf des Todes. Ja, jetzt und jetzt kriegt er erstmal noch voll die Klinge des Todes. Ey, was mir da so gerade einfällt, ich hab doch immer so einen Decker, also eine Doppelklinge. Ja. Wie kann es denn sein, dass ich dann mal einen Degen zum Beispiel in der Hand habe? Habe ich dann einen Doppeldegen? Ja. Okay. Ich bin rausgeflogen. Das war irgendwie scheiße, aber ja. Ich hab das Gefühl, wir sind wieder total underlevelt. Underlevelt? Also ich nicht. Nee, du bist ja auch Kill B. Ich bin Kill B. Aber ihr habt genauso viel Energie. Ja, aber weniger Defense. Weiß ich Bescheid. Why? 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 Bam, boah, krass. Yeah, voll über die Mary drüber geworfen, man. Ihr seid ja so vergiftet, haha. Ich bin ja gespannt auf dem Special seine tolle Webseite. Da bin ich auch mal gespannt. Ich hab die mir nur im Handy angeguckt, seine, ich nenn's mal seine Alphas. Ja, die habe ich gesehen, aber ich meine so generell, wenn er das macht, was er vorhat, also gerade mit dem Japanischen, Englisch, Deutschen. Ja, cool. Geil. Weil ich weiß ja, immer so drei Seiten aufmachen, war immer sehr scheiße. Und vor allem kann man dann auch besser sehen, vor allem die Items dann gleich mit abgebildet sind und so. Also, ne, dass er gleich sieht, um was es da eigentlich geht und so. Mhm. Finde ich eigentlich cool, weil so in der umfassenden, also dem Umfang gab es das noch nicht, fand ich. Bukros! Bienenlady! Boy. Und natürlich darf ich wieder, jetzt werde ich wieder Kill B. Nein. Weil die heißt Bienenlady. Los Binos. Pfeilratte. Okay. So, Kill B, du kannst wieder reinkommen. Oh. Na klar, das ist ja auch kein Wunder, du kriegst immer drei Level-Ups, bis ich eins kriege, habe ich das Gefühl. Ja, wer weiß denn das? Cheetah. Was? Druckpunkt erlernt. Der Fehler, da war ein Fehler. Ja, Druckpunkt nichts erlernt. Ja, Druckpunkt. Nix, Druckpunkt. Special, Fehler, guck Fehler, mal, ob du Fehler. Jetzt zaubern kannst, Kilby. Fehler, Fehler. Guck, ob du zaubern kannst. Guck jetzt bitte, ob du zaubern kannst. Zu spät. Fehl. Nächste Runde. Ich muss erst mal den Fehler nochmal sagen. Special, Fehler, Druckpunkt, gleich, keine Ahnung. Ja, aber guck jetzt, ob du zaubern kannst. Ja, Mann. Guck jetzt, ob du zaubern kannst. Zaubern. Auf jeden Druckpunkt, man. What the one MP. Ja, mach auf dich selber einen Druckpunkt. Boah, kann nur ich anwählen. Was soll das sein? Warte mal, was ist deiner? Druckpunkt. Mach einfach einen Druckpunkt. Einfach. Passt schon. Ja, das ist überhaupt keine Erklärung. Was ist denn das für ein Druckpunkt? Angriffskraft. Also irgendwie finde ich, dann sollte da wenigstens schreiben ANG plus oder so. Ne? ANG plus. Dass man weiß, okay, Angriff geht hoch. Angriff hoch. Oder Schwert hoch. So ein Symbol für ein Schwert hoch wäre auch cool. Nee, kein Symbol. Jetzt fang nicht mit der Scheiße wieder an. Wir gehen jetzt wieder mit den Symbolen los. Ich bin, ich bin kein Freund von den Symbolen, weil es einfach nur Symbole weiß gut. Also Piktogramme, die sind auch sehr, die kann man auch in anderen Ländern lesen. Ja, aber trotzdem, das ist so platt weiß. Da steht ein Gegner. Schneckentempo, ein Gegner. Ja, und dann müsste genau ein Gegner dort stehen und dann müsste aber vielleicht noch in der Beschreibung soll der ANG plus schreiben, dass man weiß, Angriff geht hoch. ANG plus. Ja. Das hört sich an wie so eine Waschmaschine. Nee, das ist AEG. Schokolade. Lecker Schoki. So, wir haben es geschafft. Yes.
Und ich krieg wieder kein Level ab, weißt du? Weit Bescheid, ey. Blumengarten von Diore. Da ist das Grab, Gräber. Nein, weg hier, ich hasse Gräber. Unbekanntes Grab. Unbekanntes Grab. Und das andere ist auch unbekannt. Oder das eine war unbekannt. Nee, alles beide unbekannt. Das ist bestimmt das Grab von Carly. Nein, da waren wir schon. Nein, da waren wir doch schon. Achso, von Charlie, achso. Ja, nee, da waren wir noch nicht. Guck mal, ein Haus. Weißt du, und ich verschwende ja Schokis. Echt, du bist wieder voll Nubi. Nee, voll Pro. Ey, da rennt vor uns weg. Was ist das für ein Dumpfbacke? Ich geh weg. Oh mein Gott. Aber wie, ne? Aber wie, Alter? Wie sammeln keine Samen? Außerdem sind es zu viele Punkte. Da müsste eigentlich, glaube ich, ein Leerzeichen zwischen drei Punkten kommen, oder? Psychedelic. Ne, vielleicht ist er ja besonders langsam beim Sprechen. Nee, eigentlich müsste da, glaube ich, ein Leerzeichen zwischen den zwei Punkten kommen. Rein kann man nicht. Nee, ich denke mal, das ist einfach nur, das soll ganz viele Punkte darstellen. Ja. Und ist das wirklich in der japanischen Version? Ich glaube, da steht Haut ab oder sowas. Müsste mal weg. Ja, genau. Geh weg von Mische. Du hast auch keine Samen. Haha. Ja, aber da würde ich mal interessant finden, was da stand. Lass uns hier mal in die Blumen schnuppern, dann werden wir bestimmt high. High Fidelity. Weißt du, die auch machen hier auch Punkt, Punkt. Guck dir, ja, das ist alles so, ich weiß nicht. Irgendwie kommen da aber zwei Leerzeichenfehler vor. Doch, Elfen, die haben Angst vor Menschen. Komm, Mary, sag du einmal, weißt du, da fehlt doch ein Leerzeichen, oder? Nee, Quatsch. Nett? Du bist doch Grammatik-Genie. Hm. Ich bin kein Grammatik. Also, Rechtschreibung. Der Grammatiker. Grammatika. Nee, die sagen alle nichts. Wollen wir wetten hier? Bei drei Punkten. Ach, der Rennhof uns wird bestimmt die Dumpfsau. Ach komm, die sagen ja alle nichts. Was sind denn das für Blödschweine? Hallo. Voll Kackermist hier. Komm, wir. Dieses doof, ganz blöd. Lass doch mal, die latschen nichts. Du musst hier weiter. Ich glaube, links ging's weiter, oder? Ja, ich will mal gucken. Mal. Ich will gucken, ob die auch alle vor uns weglaufen. Ja, Mann, küsst du doch. Nein, Mann. Die laufen nicht weg. Die wollen noch mit uns reden. Genau. Geht doch nicht. Bleib doch einfach mal bei uns. Hier vielleicht. Wir wollen doch nur mit euch reden. Guck mal, der läuft nicht weg. Aber noch trotzdem noch mal. Wir können halt unsere Sprache nicht. Das kann sein. Oh, guck mal, der kann bestimmt mit uns reden. Hallo, ich bin der Feenkönig. Ich habe Menschen nichts zu sagen. Bitte geht. Eure Hoheit. Bitte, wir benötigen eure Hilfe. Dann wurdet ihr von der Fee auserwählt. Da seid ihr ja. Wo seid ihr? Ihr Fieslinge habt mich in den gruseligen Wäldern ganz allein gelassen. Carly, das kann nicht sein. Bist du es wirklich? Ja, das bin ich. Wer bist du? Ich verstehe. Du warst doch zu jung, um dich zu erinnern. Bist du der Feenkönig? Nein, ich bin der Weihnachtsmann. Mein Opa ist krank. Bitte, du musst ihm helfen. Der Priester des Lichts hat eine starke magische Barriere um Wendel errichtet. Mhm. Sie soll Wendel vor einer möglichen Invasion Sie soll Wendel von einer wirklichen Invasion zu schützen. Ach, Fehler. Warte, ich spreche gleich mal rot an auf meinem Monitor. Doch der Barrierenzauber kostete ihn viel Energie und nun ist er sehr krank. Ist sehr krank? Krank ist. Kilby, ja. Er ist sehr krank. Das ist also die Geschichte. Ja. Das Schicksal hat uns einmal mehr zusammengeführt. Leroy und... Leroy, Mann. Das ist Leroy. Leroy und Shayla. Shayla hört sich toll an, oder? Leroy und Shayla. 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 Ja, das ist Sahara. Wieder das Japanische, ne? 1-1 ins Englische übernommen worden und dann vom Englischen 1-1 ins Deutsche. Sahasrara. Müssen uns vom Himmel aus zusehen. Die Blöden. Mama und Papa? Ja, Carly. Leroy und Shayla. Wie ich bereits sagte. Liebe zwischen Elfen und Menschen ist verboten. Der Priester und ich waren dagegen. Es klingt aber ein bisschen schwuchtel, aber na gut. Ich bin der dicke Priester-Man. Ey, guck mal, der erste Satz, Liebe zwischen Elfen und Menschen, ich weiß auch nicht, irgendwie. Ja gut, es passt halt gut, nein, ne, vom Text, aber trotzdem.
Was willst du denn sonst da hinschreiben? Bumsi, Bumsi zwischen Menschen und Elfen ist blöd? Liebe macht. Babu-Stecker, keine Ahnung. So weit. Da lacht er wieder. Doch Leroy und Popo Shayla waren so glücklich zusammen, ich änderte meine Meinung und habe sie mit dem Popoöl eingesperrt. Ja, ich hab's gewusst. Dann wurdest du, Carly, geboren. Halb Elf, halb Mensch. Ein Melf. Sie wurde abgedrückt. Oder ein Ensch. Nee, ein Melf. Ein Melf. Leroy und Shayla starben wenige Zeit später. Sie hatten sich nichts vorzuwerfen, außer dass sie das Kind einfach so alleine gelassen haben. Mann. Ich versteckte fortan dieses Dorf vor den Menschen, damit sich so etwas nicht wiederholt. Alte Missgeburt, die. Papa, Mama. Du bist Missgeburt. Tja. Tja, wenn halt sowas bei Elfen und Menschen rauskommt, was kommt dann raus bei Biestmännern und Elfen? Tja. Es tut mir leid. Viel kann ich für den Priester nicht tun. Mana ist nicht stark genug. Ein Elfbiest. Dann bleibt uns keine andere Wahl. Wir müssen das Mana-Schwert bekommen. Jo, Mana-Schwert. Was geht? Eure Majestät, wir suchen nach dem Patron des Waldes. Wisst ihr, wo er ist? Geht zur Statue der Göttin im Nordwesten des Waldes. Benutzt dort die Kraft von Lunatic und ein Weg wird erscheinen. Viel Glück. Good luck. Nein, mein Bett. Eine Runde pennen. Es wird ein Weg erscheinen. Sprechen die jetzt mit uns? Endlich. Ja. Nördlich des leuchtenden Blumenwaldes gibt es noch einen Wald, den Wald der Wunder. Am Rande dieses Waldes soll sich ein Mana-Stein befinden. Oh, wie nice. Diore ist ein Elfendorf. Wir leben in Frieden, fern von menschlicher Verfolgung. Deswegen ich haben muss wir jetzt auch mal diese sagen, bei, coole, bei ne? wenn man wirklich Diore schreiben würde, dann müsste man eigentlich so eine Apostrophe oben drüber setzen. Ja. Aber ein Akut haben, meinst also, du? Oder Akut, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Und auf jeden Fall wäre das dann Diore. Tja, Leute. Nicht Diore. Wie es hier weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Wenn es wieder heißt, wir kaufen neue Rüstungen. Wenn es wieder heißt, Let's Kauf Rüstung bei Secret of Mana 2, der deutschen Übersetzung von den G-Trans. Es wird Tag. Macht's gut, bis dahin und tschaußen. Tschüss.